Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Rückspiele stehen an, ebenso wie das Hinspiel von Frankfurt gegen Inter Mailand. Viel Spaß dabei, damit geht's jetzt auch los. Mal wieder ein äußerst attraktives Los für die Eintracht aus Frankfurt gegen Inter Mailand. Soll es dann in die nächste K.O.-Runde gehen. Zu Hause das erste Spiel der beiden K.O.-Runden, aber damit kann man dann auch leben. Am besten erstmal keinen Gegentreffer kassieren und produktiv nach vorne spielen. Und das taten sie von Anfang an. De Guzman mit der ersten Möglichkeit. Da war eine Viertelstunde gespielt. Inter Mailand erstmal in der Defensive darauf bedacht, nicht zuzulassen gegen die starke Offensive der Eintracht. Kurz vor der Pause wagten sich dann auch die Italiener mal nach vorne. Nainggolan nimmt auf der rechten Seite seinen Mitspieler mit. Politano ist das und der wird von De Guzman gestoppt. Abraham spielt dann nach vorne in der Euroleague, aber dann mit diesem Fehler. Das erste Mal wieder dabei, so sollte man sich nicht unbedingt einreihen. Nainggolan wieder, Politano zu Perisic. Der hatte gegen Rapid Wien in der Zwischenrunde im Rückspiel vor allem richtig glänzen können. Zur Pause ein torloses 0:0. Soll Nummer 1 ohne Gegentreffer in die Pause, war schon mal erreicht. Zweiter Durchgang, Inter Mailand drehte jetzt auf. Politano immer wieder aktiv. Rode drischt den Ball erstmal ins Seiten aus, um Schlimmeres zu verhindern. Aber dadurch die weitere Möglichkeit für Inter Mailand nach vorne Akzente zu setzen. Politano, Vicino mit der Flanke und dann diese Parade von Kevin Trapp. Extrem wichtig. Klasse, wie er sich hier auszeichnet. Und um diesen Europa-League-Titel am Ende zu gewinnen, braucht man auch einen hinten im Kasten wie ihn, wie Kevin Trapp. Dann wurde Frankfurt wieder stärker. Defensiv ließen sie kaum noch etwas zu. Rode mit dem perfekten Ball auf Jovic. Luka Jovic scheitert an Handanovic und Sebastian Haller etwas überrascht, dass er dann so frei zum Schuss kommt. Überhastet, den muss er natürlich machen. Tor war frei, den muss er eigentlich nur noch einschieben. Jovic erst, scheitert am Fuß von Handanovic und Sebastian Haller. Da hüpft der Ball noch kurz vorm Abschluss auf. Und so war es schon an die Nachspielzeit, die nochmal für eine Chance sorgen sollte. Vielleicht der Lucky Punch. Sebastian Haller nochmal, nein, scheitert an Handanovic. Am Ende ist es ein 0:0, mit dem die Eintracht auch leben können wird. Dadurch würde ein 1:1 im Rückspiel reichen. Es ist also offen für das Spiel dann im San Siro. Borussia Dortmund gegen Tottenham. Das Hinspiel war mit 0:3 schon so etwas wie der Todesstoß. Es müsste schon eine magische Nacht her hier im Westfalenstadion. Die erste Möglichkeit gehörte aber den Spurs und das war dann auch schon leider aus deutscher Sicht. Erik Lamela, 8. Spielminute, 0:1. Jetzt galt es für den BVB, sich noch vernünftig zu verabschieden und dann spielten sie auch gut auf im Folge dieses Gegentores. Ein 0:1, das sie nicht hemmte, sondern eher ein bisschen den Kopf frei machte. Jetzt war es wirklich nur noch sich präsentieren. Hakimi nochmal mit der Möglichkeit hier gegen Hugo Lloris und dann war es geklärt. Der BVB machte eine richtig gute Partie dann nach diesem frühen Schlag in den Nacken von Lamela in der 8. Spielminute. Die Spurs kamen dann infolgedessen nicht mehr nach vorne. Stattdessen der BVB darauf bedacht, sich zumindest mit einem vernünftigen Resultat hier zu verabschieden. Erik Lamela gewinnt hier den Ball, verliert den dann aber wiederum an Marco Reus, der im Hinspiel sichtlich gefehlt hatte. Witzel mit dem Ball auf Rafa Guerreiro auf den zweiten Pfosten und Jadon Sancho wird dann noch behindert. Versucht es dann mit dem Seitfallzieher, kriegt den Ball aber nicht mehr auf den Kasten gezogen. Das konnte man dem BVB aber absolut zugutehalten. Sie versuchten es, sie wollten hier alles daran tun, zu Hause nicht zu verlieren gegen Tottenham. Und das honorierten auch die Zuschauer, die gute Stimmung machten. Aber auch viele Spurs-Fans dabei, auch die machten hier einen richtig guten Job. Dann wieder Tottenham, 20 Minuten vor dem Ende. Und Son testet nochmal Roman Bürki, der eine tolle Champions-League-Saison nochmal mit dieser Parade hier bestätigen konnte. Am Schweizer lag es nicht, der war im Hinspiel einfach machtlos. Die drei Gegentore waren allesamt nicht auf seine Kappe
zu nehmen. Viertelstunde noch zu spielen, es wurde offener und Tottenham spielte auch nochmal weiter nach vorne. Trippier, Eriksen und dann nochmal Roman Bürki. Ein toller Rückhalt. Ich habe es eben bereits angesprochen. Macht er stark gegen den Dänen und fährt die Hand aus. Jetzt wollte der BVB in den letzten 10 Minuten nochmal Alarm nach vorne machen. Delaney auf Marco Reus, alleine vor Hugo Lloris und dann scheitert er. Ein eingespielter Marco Reus weiß dann auch solche Bälle in der Regel reinzumachen. Aber der Franzose macht es auch gut, bleibt lange stehen und kann dann mit dem Knie noch gerade so retten. Eckstoß jetzt von der rechten Seite. Guerrero wird sich der Sache annehmen. Und zumindest das 1:1 wäre doch auch verdient gewesen. So wie sich der BVB hier nochmal reingehauen hat und so wie sie sich auch gegen Tottenham im ersten Durchgang im Hinspiel präsentierten, Hakimi nochmal und vor allem ihm wäre ein Treffer am Ende doch auf jeden Fall eigentlich vergönnt gewesen. Der spielt so eine überragende Saison, hat sich dann einen Fehler geleistet gegen die Spurs und das war dann einer eben zu viel auf dieser Klasse. Am Ende nochmal eine Möglichkeit für Guerrero, aber es sollte nicht mal mehr zum Ausgleichstreffer reichen. Extrem ärgerlich für Dortmund, die sich nochmal positiv hätten verabschieden können. Sie machten am Ende wirklich ein gutes Spiel, es hat nur nicht mehr zum Punkt gereicht. Tottenham gewinnt mit 1:0 und setzt sich somit auch in die nächste K.O.-Runde ab. Im Hinspiel konnten die Madrilenen noch gerade so den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ajax Amsterdam war eigentlich die bessere Mannschaft und hätte zumindest einen Punkt, also das Remis, verdient gehabt. Jetzt im Santiago Bernabeu spielten die Gastgeber besser auf. Das ist Vinicius Junior, der im El Clasico im Copa del Rey richtig auftrumpfen konnte. Jetzt war es einmal wieder der Torhüter, an dem er scheiterte. 10 Minuten vor der Pause nochmal Real. Luka Modric und dann Onana mit der klasse Parade. Toni Kroos kriegt aus Spitzenwinkel den Kopfball nicht mehr ins leere Tor hineinbuxiert. Diesmal war es ein deutlich besserer Auftritt von Real Madrid, aber der Treffer fehlte noch. Ajax brauchte auf jeden Fall 2 Tore und sonst nichts anderes. In der Defensive waren sie zwar darauf bedacht, dann kompakt zu stehen, um auch nicht das erste Gegentor zu bekommen, das im Prinzip auch irrelevant gewesen wäre, denn wie gesagt, sie bräuchten selber 2 Tore davon, nach vorne aber dann viel zu wenig zu sehen, um das bewerkstelligen zu können. Die nächste Möglichkeit nochmal Real Madrid vor der Pause. Daley Blind schmeißt sich aber rein, Luka Modric mit seinem Linksschuss. Nicht zum gewünschten Erfolg. Zur Pause stand es also 0:0. Ajax Amsterdam zeigte nicht viel von der guten Leistung, die sie im Hinspiel wirklich über die 90 Minuten auf den Platz brachten und somit sollte doch eigentlich relativ wenig für Real noch anbrennen. Im zweiten Durchgang bestätigten sie das und wollten gleich einen drauflegen. Vinicius Junior zu Gareth Bale, der legt sich den Ball nochmal nach außen und dann die Flanke von Carvajal ist nicht schlecht und Casemiro mit dem Kopfball in der 49. Spielminute. Der hatte einiges an Wucht, kam da von hinten angelaufen, nahm den Druck dann mit auf den Kopfball, der aber dann nicht platziert genug war. Jetzt auch mal Ajax Amsterdam, da ist auf dem zweiten Pfosten Ziyech und fast das 1:0 wie aus dem Nichts. Nacho Fernandes kann es dann klären. Das wäre es gewesen, jetzt das 1:0. Und Real wäre nochmal richtig zittrig geworden. Aber Ajax wurde jetzt stärker. Über die rechte Seite ist das, über die linke Seite natürlich ist das Neres. Mit der Linksflanke Nacho Fernandes dazwischen, dann können sie es nicht richtig klären. Der Abschluss am Ende ist aber deutlich am Kasten vorbei. Kein Problem für Courtois. 25 Minuten noch auf der Uhr. Real Madrid nochmal nach vorne. Carvajal ist das mit der Flanke. Schöne kann es nicht richtig klären. Real bleibt im Ballbesitz. Luka Modric, Schuss abgefälscht. Jetzt zocken sie da hinten und das ist gegen Vinicius Junior in der Verfassung zu viel. Und jetzt konnte er sich auch endlich belohnen. Das 1:0 für Real. So hinten rumzuspielen ist einfach tödlich gegen die Königlichen. Dafür müssen sie jetzt büßen. 1:0 für Real. 2 Treffer braucht Ajax so oder so. Sie
taten am Ende nochmal alles dafür. Sie kamen nochmal über die rechte Seite, aber wirklich gefährlich wurde es dann nicht mehr. Schöne nochmal mit dem Ball. Die Flanke wurde dann auch von Courtois abgefangen. Das war's. Am Ende setzt sich Real Madrid über die 180 Minuten verdient gegen Ajax Amsterdam durch. Das war hier im Santiago Bernabéu von den Gästen aus Amsterdam einfach zu wenig. Paris Saint-Germain konnte im Hinspiel mit 2:0 in Manchester gewinnen und das war schon so gut wie die halbe Miete. Jetzt war es für Manchester United extrem schwer, das hier noch zu drehen. Wie gesagt, erstmal selber mindestens 2 Tore erzielen und keines kassieren. Die erste Möglichkeit gehörte dann PSG. Angel Di Maria am zweiten Pfosten in der 7. Spielminute versucht es da mit dem Kopfball. Der war dann aber noch nicht so richtig gefährlich, aber immerhin mal eine Torannäherung. Nun auch Manchester United offensiv mal mit einem Zeichen. Und zwar mit diesem. Buffon muss sich gleich mal auszeichnen. 10. Spielminute, die beste Möglichkeit bis jetzt von Young. Der haut dann aus 16 Metern drauf. Schöner Dropkick. Buffon ist schon in die andere Ecke unterwegs gewesen. Kriegt gerade so noch die Hand rausgestreckt. Wäre ansonsten aber auch ein Torwartfehler gewesen. Halbe Stunde von der Uhr, jetzt wieder PSG. Angel Di Maria nimmt Marquinhos mit. Dani Alves kommt gegen Lindelöf nicht durch. Di Maria und wieder Di Maria, der auffälligste, spielt hier auf Julian Draxler, der mit dem schönen Schuss, der ganz knapp am Winkel vorbeizieht. Kurz vor der Pause nochmal PSG. Dani Alves über die rechte Seite mit Thilo Kehrer. Der sieht Julian Draxler und die Ex-Schalke-Kombination sorgt für die Führung für PSG. 1:0, also kurz vor dem Pausenpfiff. Das geht zu einfach. Keiner mit Julian Draxler mitgelaufen. Weder Lindelöf noch Bailey. Und dann ist es am Ende die Führung für die Gastgeber, die auch so verdient war. Jetzt bräuchte Manchester United 3 Treffer. Dann wären sie allerdings auch direkt im Viertelfinale. Aber das war doch recht unrealistisch. Draxler jetzt mit der Vorbereitung auf Dani Alves, der an David de Gea scheitert in der 56. Spielminute. Schauen wir in der Wiederholung aber drauf, das wäre auch abseits gewesen, wurde zu Recht dann auch zurückgepfiffen. 25 Minuten noch knapp auf der Uhr, ManU wollte es jetzt nochmal wissen und spielte tatsächlich dann nochmal nach vorne. Luke Shaw kann ein bisschen zu einfach spazieren, Fred setzt sich durch und der Schuss war auch nicht von schlechten Eltern. Das 1:1 hätte jetzt hier wie aus dem Nichts fallen können, aber Buffon muss nicht einschreiten. Glück für ihn, das war eine knappe Angelegenheit. Nochmal jetzt der Gegenangriff. Paris Saint-Germain über die linke Seite. Di Maria mit der Flanke, wie frei ist denn Mbappé? Und vor allem Dani Alves, Alves am zweiten Pfosten. Dafür wird ManU jetzt bestraft, dass sie es nochmal nach vorne probiert haben. 2:0 und jetzt war endgültig alles klar. Und dennoch warten die Gäste nochmal auf. Andreas Pereira spielt den Ball auf die linke Außenseite. Alexis Sanchez wieder Andreas Pereira, bringt die Flanke und Romelu Lukaku macht das 2:1. 82. Spielminute, zumindest Ergebniskosmetik wurde jetzt nochmal betrieben, dass es wirklich heiß werden würde. Damit hatte nun wirklich keiner mehr, auch nicht der kühnste Manchester United-Fan, gerechnet. Nachspielzeit trotzdem nochmal Manchester United. Da kriegt PSG den Ball nicht geklärt. Die waren jetzt etwas fahrig unterwegs und McTominay wird hier nicht richtig angegriffen. Andreas Pereira und der Kopfball fällt auch noch rein. 93. Minute 2:2. Also nicht 2 Siege für PSG, um in die nächste Runde zu kommen. Dennoch schaffen sie das locker. Durch das 2:0 im Hinspiel war eigentlich schon vor Anpfiff hier fast alles klar. Manchester United erarbeitet sich ein 2:2, verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus der Königsklasse und würde damit dann ganz zufrieden zurück nach England fliegen. Der FC Porto verlor im Hinspiel gegen Rom mit 2:1, aber eben dieses eine Auswärtstor sorgte dafür, dass Hoffnung nochmal aufkeimte. Doch die Roma war zunächst besser in der Partie. Eckstoß von der linken Seite für die Italiener. Kurz ausgeführt. El Shaarawy und dann Sonzi mit dem
Schussversuch, der hätte auch gepasst, aber der wird dann gerade so auf der Linie geklärt. Iker Casillas war schon geschlagen. Halbe Stunde gespielt, jetzt auch mal der FC Porto. Militao, der rechte Verteidiger, wird da nicht richtig angegangen. Kann dann Otavio mitnehmen. Die Flanke auf den zweiten Pfosten, der Kopfball von Suarez. Der ist dann aber nicht platziert genug gesetzt. Geht dann oben aufs Dach des Tores. Vor der Pause nochmal die AS Rom. Felipe kann es erst klären, aber der Ball kommt postwendend zurück. Pellegrini hat die Übersicht. Cristante und der Abschluss. Dann wieder pariert von Iker Casillas. Hält damit seine Mannschaft im Spiel, denn ein 1:0 würde eben durch dieses 2:1 im Hinspiel reichen, um Rom rauszubringen. Ein 0:0, also zur Pause, das bedeutete alles offen für den zweiten Durchgang. Rom wollte unbedingt den Treffer erzielen, den einen, der so wichtig wäre. Und den wollten sie dann ganz früh in der zweiten Halbzeit erzielen. El Shaarawy mit dem Eckball, Fazio mit dem Versuch aufs Tor zu schießen. Der Aufsetzer wird dann aber entschärft durch Iker Casillas ohne große Probleme. Viertelstunde noch auf der Uhr. Und Porto glaubte weiterhin dran. Nach wie vor ein einziges Tor entscheidet hier zwischen Triumph und Versagen. Und AS Rom wurde jetzt etwas nachlässig in der Verteidigung. Yassin Brahimi und dann diese Aktion. Fazio mit dem Foul und dem Strafstoß. Die Riesenmöglichkeit also für den FC Porto, den entscheidenden Treffer jetzt zu erzielen. Wir schauen drauf, von hinten tritt er ihm gegen die Füße, alles okay. Yassin Brahimi mit der Möglichkeit und er macht es. 76. Spielminute und der FC Porto stand jetzt in der nächsten Runde. Unglaublich, damit hätte vielleicht AS Rom nicht mehr gerechnet, weil das ein einschläferndes Spiel war im zweiten Durchgang. Aber der FC Porto glaubte dran, 10 Minuten noch zu gehen und das 2:0 wäre jetzt die Vorentscheidung. Klar, dann würde ein Tor reichen für Rom, aber erstmal den zu erzielen war das Ziel und das macht sie auch. Unglaublich, 82. Spielminute, Otavio mit dem 2:0. Das heißt, wenn Rom jetzt einen Treffer erzielen würde, dann würde es erstmal in die Verlängerung gehen. Der Druck lag jetzt eindeutig bei den Gästen. Super Abnahme auch von Otavio. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Rom brauchte diesen Eintreffer ganz, ganz enorm. Saniolo hatte 2 Tore gemacht im Hinspiel. Cristante mit der letzten Möglichkeit. Der große Ikarus hält Porto im Turnier. Das 2:0 geht am Ende auch in Ordnung, weil Rom im zweiten Durchgang zu wenig gemacht hatte, sich auf dem 0:0 ausgeruht hat. Auf dem Hinspiel 2:1. Und Iker Casillas hält das Ding dann am Ende fest. Porto schmeißt tatsächlich also Rom raus nach Hinspiel. Niederlage gewinnen sie mit 2:0. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da oder auch beides. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.